Glaube hilft meinem Unglauben, hört sich erstmal widersprüchlich an. Und ich würde auch von mir behaupten, dass ich glaube und trotzdem manchmal zweifle und misstraue, was für mich anverwandt ist mit Unglauben. Ich beziehe Glauben auch immer auf etwas wahrnehmen und für wahr erkennen. Und so gibt es auch andere Wahrnehmungsorgane oder Sinnesorgane wie Sehen und Hören und Schmecken und so weiter. Und so kann ich eigentlich auch sehen, theoretisch. Aber manchmal bin ich doch blind für viele Dinge. Und ich kann eigentlich hören, rein akustisch, aber so vieles höre ich nicht in unserer lauten Welt. Und so ist für mich mein Glaubensleben irgendwie auch. Ich glaube zwar, und so ist auch für mich mein Glaubensleben im übertragenen Sinne, dass ich zwar sehe, aber ich möchte auch die Dinge erkennen, die sich mir in den Weg stellen, die dahinter stecken. Und so höre ich zwar und möchte eben auch offene Ohren haben, auch im übertragenen Sinne für mein Glauben, offene Ohren haben, was es für mich zu sagen gibt. Und so möchte ich auch in meinem Glauben ein offenes Herz haben, um Dinge zu erkennen und Wahrheit zu erkennen und dann auf das reagieren, was sich mir in den Weg stellt, um daher kann ich diesen Ausspruch, ich glaube, hilf meinem Unglauben, besser verstehen und so, ja, versuche ich es auch zu leben. Ich sehe, hilf meiner Blindheit, ich höre, hilf mir besser zu hören. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dann sind wir so ein bisschen schwammig auch, dieses Wort, weil es mit anderen Begrifflichkeiten oftmals verglichen wird, wie Vertrauen, etwas wahrhaben oder Hoffnung und so weiter. Und es gibt einen Vers aus der Bibel, der da steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das finde ich in verschiedensten Lebenssituationen passend, nicht nur auf das Glauben an einen Gott, den man nicht sieht und ein Hoffen darauf und eine Zuversicht darauf, dass es da mehr gibt, wie auch als in verschiedenen Situationen im Leben, dass man noch nicht die Unversehrtheit sieht, auf die man aber zuversichtlich hofft oder noch ist die Beziehung nicht so, wie man sie gerne hätte, aber man hat eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und noch ist es vielleicht beruflich nicht so oder wie auch immer. Das kann auch eine Form von Glauben sein. Sprich, das ist für mich also ja ein breit gefächerter Begriff und gleichzeitig auch was sehr Konkretes, weil mein Glaube für mich ganz persönlich ist auch die sinnstiftende Angelegenheit, für die es sich meiner Meinung nach zu leben lohnt. Ich glaube, es ist ja eben genau etwas, was man nicht sieht, aber doch wahrscheinlich jeder irgendwo glaubt, selbst wenn er an nichts glaubt, ähnlich wie der Sauerstoff in der Luft, den wir nicht sehen können, aber der lebensnotwendig ist, oder wie das WLAN, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, man sieht das auch nicht, aber es ist irgendwie trotzdem da und hilft uns, miteinander verbunden zu sein. Und so ist Glaube für mich im Alltag dann nur in seiner Auswirkung sichtbar. Man spricht in der Bibel auch von den Früchten des Glaubens, dass sie sich in der Friedfertigkeit äußert und in der Liebe und in der Freundlichkeit. Und es gibt auch veraltete Worte wie Sanftmut, Langmut und Demut. Aber trotzdem versuche ich, diese Früchte auch zu leben. Und ich vergleiche so mein Glaubensverständnis oftmals irgendwie noch, weil ich aus der Kunstturnerei komme, 17 Jahre lang Kunstturnen gemacht habe und gerade in der französischen Liga einen Trainer habe, den ich oft auch für mich mit meinem Glaubensleben oder meinem Verständnis von Gottes Alltagswirken assoziiere, nämlich dem Sinne, der hat halt früher Hilfestellung gegeben und war der Erste, der, wenn irgendwas schiefgegangen ist, getröstet hat, der ihn aber auch ermutigt hat, der einen aufgefangen hat, gestürzt ist, beziehungsweise nur den Schaumstoff zwischen die Stange und den aufprallenden Körper geschoben hat. Also der hat den Aufprall nicht verhindern können, aber er hat ihn zumindest besänftigt und er glaubt immer auch im Wettkampf Gedanken an Sieg und
ermutigt einen dazu und ist der Erste, der sich freut und auch der einem mit einem leidet und manchmal bei schwierigen Flugteilen manchmal auch nur so in den Nacken klatscht, um die Rotation an die Rotationsrichtung zu erinnern und einen dann wieder auf den richtigen Weg bringt, wenn man dieses Bild versteht. Und so ist für mich auch mein Glaubensleben im Alltag etwas, was Richtung gibt, etwas, was auffängt, etwas, was tröstet, etwas, was Hoffnung gibt, etwas, ein Gott, der an mich glaubt und auch das Beste will. Ja, ich würde schon sagen, dass mein Glaube sich verändert hat. Auch notwendigerweise verändert. Das ist ja auch, für mich ist Glaube auch eine Form von Beziehung. Und Beziehungen sollten immer dynamisch sein und nicht einrosten und immer auch ein Gespräch. Und jetzt sind wir wieder bei der Jahreslosung, auch immer in Zweifeln oder Hinterfragen. Also immer auch ein Stück weit Unglauben, der einem antreibt, ein Reflektieren und Hinterfragen, um dann Antworten zu finden, die einen weiterbringen. Und so habe ich viel gehadert und viel gezweifelt, auch aufgrund meines Unfalls, weil die ganze Aktion, die mir den Rollstuhl eingebrockt hat, hatte ich maßgeblich auch unter eine höhere Absicht gestellt. Und die sportliche Aktion war für mich ein Klacks, das habe ich hunderte Male ohne Probleme gemacht. Da war nicht viel dabei, meine Grundnervosität galt eigentlich nur, was sage ich dann vielleicht von meinem Glauben, vielleicht von meinen Idealen zu den über 10 Millionen Menschen. Und gerade unter dem Gesichtspunkt, nachdem ich schon das dreimal abgesagt hatte und mir so viele Leute dazu geraten haben und dass ich dann trotzdem so übel gestürzt bin und gefallen bin, hat mich ja einiges hinterfragen lassen, ob der Glaube oder überhaupt Religion vielleicht nur ein von Menschen gemachtes psychologisches Konstrukt ist, das uns irgendwie über Wasser halten soll als Notlösung, die einen vermeintlichen Sinn im Leben gibt. Aber diese Auseinandersetzung hat auch dazu geführt, dass ich ihn nicht nur ahnen durfte, sondern auch spüren durfte, es gibt ihn oder es gibt da noch mehr. Als ich so am Tiefpunkt meines Lebens war und alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Perspektiven, Pläne und Ideen zerstört waren und ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und obwohl ich Freunde und Familie um mich hatte und mich von denen aber auch unverstanden und trotzdem alleingelassen gefühlt habe und zum ersten Mal überhaupt im Rollstuhl sitzen durfte, in den ich nie wollte, noch mit Halskrause auf den Balkon der Klinikterrasse sozusagen geschoben wurde, war es für mich so in dieser verzweifelten Lage auch die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Und habe mich gefragt, ja, wohin sonst soll ich jetzt noch gehen? Ich habe irgendwie nichts mehr, woran ich mich halten kann, was mir Freude macht oder sonst was. Und in diesem Moment, als ich das gemacht habe, mich sozusagen auf meine alten Ideale besonnen, mich an einen Gott erinnert habe, ist was Absurdes passiert. Ich muss dazu sagen, ich war lange Zeit beatmet, hatte so ein Loch in meinem Hals. Das war noch nicht mal zugewachsen, es war noch irgendwie nur so ein Deckel drauf geschraubt. Und dann habe ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder durch Mund und Nase und nicht durch dieses Loch atmen dürfen. Und zwar unklimatisierte Bergluft und konnte so die feuchtfrischen Luftpartikel so spüren, die durch meine Atemwege geströmt sind. Und habe wochenlang nur einen Fensterausschnitt von der Umgebung aus der Intensivstation gesehen und jetzt endlich wieder meinen Horizont erweitern dürfen und die grüne Wiese gesehen mit so lustigen Heidschnucken drauf, den See, die Berge mit teilweise Schnee bedeckt, den blauen Himmel, die Wolken und durch die hin und wieder die Sonne geblitzt hat und plötzlich musste ich irgendwie fast grundlos lachen und oder zum ersten Mal grinsen, dann lächeln, dann lachen und habe so eine innere Freude verspürt und würde mit so einem altmodischen Wort wie Seligkeit beschreiben. Auf jeden Fall war das nicht logisch und nicht wirklich greifbar, aber so am Tiefpunkt meines Lebens auch, wo gerade ekelhafte und demütigende Dinge mit mir gemacht worden sind, hatte ich so einen inneren Frieden und so eine innere Freude, die ich eben auch auf meinen Glauben zurückführen würde, was dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, okay, das Leben hat doch noch mehr zu bieten. Das Leben ist mehr, als sich nur bewegen zu können, auch wenn mir das bis heute manchmal schwerfällt, zu sagen. Und solche Momente gab es bisher reichhaltig und solche friedvollen Momente, denen jage ich nach wie vor nach, wenn man die alte Jahreslosung denkt. Und
die machen meinen Glauben auch im Alltag lebendig. So einfach es ist, so kompliziert ist das, glaube ich, manchmal. Nein, es ist nicht kompliziert. Es ist sehr unkompliziert, aber doch oft schwer. Weil ich glaube, man braucht halt ein offenes Herz. Und man muss sich dafür öffnen und man muss auch einsehen, dass man ein fehlerhafter Mensch ist und dass man nicht perfekt ist. Und ich glaube, wenn man diese leichten Schritte schafft, zu sagen, okay, ich öffne mein Herz, Gott, du hast jemand geschickt, wo ich meine Fehler hingeben kann und das möchte ich tun. Ich gebe meine Fehler ab und es tut mir leid dafür, dass ich ein fehlbarer Mensch bin und ich möchte mein Herz öffnen, dass dieser aufrichtige Schritt niemals unerhört bleibt. Aber leider sind unsere Herzen, auch meins, immer mal wieder zu sehr verstockt. Und manchmal können wir eigentlich sehen, rein biologisch, aber sehen doch nicht, sind doch für so viele Dinge blind. Und wir können eigentlich hören, akustisch, was passiert, aber wir hören nicht die essentiellen Stimmen. Und wir könnten eigentlich glauben, aber wir sind dann doch so unglaublich und so ungläubig, was sehr traurig ist. Und weil wir so viel haben, so viele Besitztümer, so scheinbar unversehrt sind an Dingen, wir müssen nicht Hunger leiden, wir haben so viele Möglichkeiten, das erschwert, glaube ich, auf was zu vertrauen, auf was zu glauben, was eigentlich uns Wesentliches gibt. Tja, mit den Kennzeichen des Glaubens ist es natürlich auch eine ambivalente Geschichte. Also einmal ist es das eine, dass man gern freundlich behandelt wird und dass man natürlich, dass gern die Leute mit einem Geduld haben und dass sie friedvoll mit einem umgehen. Und das andere ist selbst, das auch auszuüben. Das ist leider zwei Paar Schuhe. Und natürlich, ich jetzt für meinen Teil versuche, freundlich mit Menschen umzugehen. Ich versuche, geduldig zu sein. Ich meine, aber schlussendlich bleibt es immer ein Versuch. Auch ich komme an Grenzen, wo es mir schwerfällt, freundlich zu sein. Und auch ich komme immer wieder an Grenzen, wo es mir schwerfällt, geduldig zu sein. Auch da steht auch, glaube ich, Sanftmut, also das Gegenteil von sich ärgern. Ich sage zwar immer, verärgert ist der, der sich ärgern lässt, aber ärgere mich trotzdem ständig, auch über kleine Teile. Und ich glaube aber, dass allein das Bemühen und das Bestreben und das Versuchen, solche Werte und Kennzeichen auch zu leben, schon gut sind. Und dann ist es, so hoffe ich, auch so, dass sich viele dieser Dinge auch einstellen. Und wenn man sich seiner eigenen Fehler bewusst wird, dann hat man noch mehr Verständnis für die Fehler der anderen. Und somit kann es dann zu Kennzeichen werden, hoffentlich. Ich glaube und hoffe, dass das Leben mehr zu bieten hat und dass unser Leben einen übergeordneten Sinn hat. Viktor Frankl, den ich sehr schätze, nannte das, glaube ich, Selbsttranszendenz, dass es etwas gibt, was über einen hinausweist und einem sinnstiftend begegnet, was ein Leben sinnvoll macht. Und manchmal sehe ich dieses langfristige Ziel nicht. Ich kann es immer nur erahnen oder erhoffen und denke aber, und so ist auch die Erfahrung meiner Vergangenheit gewesen, dass selbst wenn man mal irgendwie dieses langfristige Ziel verfehlt, wenn man jetzt nicht alle To-Do-Listen perfekt abhakt auf dem sinnhaften Lebensweg, dass dann ein Gott auch ist wie eins dieser Navigationssysteme, die, wenn man sich verfährt, wenn man vom Weg abkommt, dann ganz seelenruhig sagen kann, die Route wird neu berechnet und dann trotzdem zum Ziel führt. Und auch dieses Ziel oder diesen einen Plan für unser Leben hinterfrage ich manchmal. Ich glaube, dass es viel zu klein gedacht wäre, weil ich befürchte, dass, also für mich wäre das traurig, weil wenn man das Ziel nicht erreicht oder die Teilschritte nicht erreicht, hat man dann versagt, ist man dann, hat man dann keine Chance mehr. Ich glaube, dass es ein zu spät gibt, dass auch irgendwann Züge oder der Zug abgefahren sein kann, aber ich glaube, dass wenn man mit der richtigen Intention im Leben unterwegs ist, dass es dann auch viele Wege gibt.
verschiedene Wege. Auch wenn die manchmal beschwerlich sind und mühsam, aber wie gesagt, dass man auch mal falsch abbiegen kann und dass das trotzdem zum Ziel führt. In meinem Fall weiß ich nicht, ob das jetzt bedeutet, dass ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitze oder ob das irgendwann bedeutet, dass ich, ob die Wissenschaft oder Schulmedizin oder auch was Unerklärliches wie ein Wunder mich irgendwann laufen lassen wird, ob das ich werde, auch wenn das nicht der Fall ist, irgendwie klarkommen, ob das der langfristige Plan für mein Leben tatsächlich irgendwie hauptsächlich auf eine Ewigkeit ausgerichtet ist oder ob das ist, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu dienen oder Hoffnung, Kraft und Mut weiterzugeben oder ob das sich jetzt beschränkt auf eine Schauspieltätigkeit im Theater, wo ich versuche, Denkräume zu eröffnen, die im Idealfall auch die Worte, dann die Taten und damit auch Gewohnheiten und den Charakter von Menschen prägen. Das wäre schön. Aber über all diese Dinge, die auf der Erde stattfinden, hoffe ich auch über etwas, das darüber hinausweist.